Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein neues Xcode-Tutorial. Wir haben heute das Thema Eingabemasken. Ist ein wichtiges Thema, man braucht ja oft Eingaben vom Benutzer und genau, was ihr da zu beachten habt und wie man sich das Leben ein bisschen leichter macht, das zeige ich euch heute. Und dann wollen wir auch direkt loslegen und machen ein neues Projekt. Und das, genau, dann nehmen wir den Single View, nehmen wir, und wir nennen das mal Eingabefelder, speichern das Ganze irgendwo ab, und dann gehen wir als erstes in unser Storyboard rein und stellen fest, dass wir da so einen schönen View Controller haben. Den können wir direkt mal ein bisschen kleiner machen. Genau. So, und wenn man Eingabefelder hat, dann hat man selbstverständlich hier so Textfelder, mehrere. Und dann kann es natürlich passieren, wenn ihr mehrere habt, dass dann auch welche ziemlich weit nach unten kommen. Und wenn ihr das Ganze dann mal ausführt, dann werdet ihr Folgendes feststellen. Jetzt habe ich den Simulator ein bisschen zu groß eingestellt. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Stelle ich den mal hier auf iPhone 5. Nochmal ausführen. Und wenn er bereit ist, dann haben wir unser Eingabefeld. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel reinklickt, dann erscheint die Tastatur und ich sehe gar nicht, was ich schreibe. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Und die Tastatur werde ich auch noch nicht los. Und genau, unser Hauptproblem ist jetzt eigentlich, dass die Textfelder überdeckt werden und der View schiebt sich nicht nach oben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lösen wir das denn am besten? Ich könnte jetzt anfangen zu sagen, ja, ich muss den View dann eben halt ein bisschen nach oben schieben, wenn ich hier unten reinklicke. Und wenn ich zum Beispiel hier reinklicke, dann muss ich den View, müsste ich auch noch verschieben, aber dann nicht ganz so weit nach oben. Wenn ich hier reinklicke, bräuchte ich den View gar nicht zu verschieben. Und ich müsste für jedes Textfeld praktisch den View unterschiedlich verschieben. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendig, vor allem wenn ich dann im Portrait-Modus bin, dann verhält sich das Ganze wieder anders. Und da jeden Fall abzudecken, das ist ein bisschen zu aufwendig und da machen wir es uns ein bisschen einfacher. Wir gehen dann hin und sagen, wir löschen einfach diesen View-Controller, den wir hier haben, und die zugehörige Klasse, die löschen wir auch. Und dann erstellen wir uns einfach ein New File und sagen Cocoa Touch Class. Und dann nehmen wir einen UI Table View Controller, den wir entsprechend benennen. Ich lasse Table View Controller jetzt mal stehen. Und wenn wir uns das mal angucken im Storyboard, da haben wir jetzt unseren schönen Table View Controller. Beziehungsweise, nein, den haben wir natürlich noch nicht, den müssen wir uns ja erstmal noch draufziehen. So, Table View Controller. Zack. So, ein bisschen kleiner machen. Und jetzt gehen wir in die Einstellungen rein. Beziehungsweise hier auf dem Table View. Und wir benutzen nicht die Dynamic Prototypes. Wir wollen keine dynamischen Zellen benutzen. Wir benutzen diesmal statische Zellen. Und ich mache jetzt hier für das Beispiel, mache ich mal drei Sections. Benutze den Group Style. Und ich möchte für jede Zeile, für jede Section möchte ich nur eine Row haben. Und ja, dann können wir das Ganze noch ein bisschen benennen. Zum Beispiel haben wir hier den Vornamen. Hier haben wir zum Beispiel einen
Nachnamen und hier haben wir das zum Beispiel ein Geburtsdatum. So, und jetzt sollten wir nicht vergessen, unserem TableViewController die Klasse zuzuweisen, die wir gerade erstellt haben, TableViewController. Und das Ganze können wir noch einbetten in einen Navigation-Controller. Den machen wir auch direkt mal ein bisschen kleiner. So, dann schieben wir das Ganze noch an. Können auch hier einen Titel reinschreiben. Und jetzt haben wir unsere Eingabemaske, die auch schon mal ganz gut aussieht. Und bevor wir irgendetwas sehen, sollten wir unserem Navigation Controller noch sagen, du bist unser Initial View Controller. Also der, mit dem wir starten, dann bekommt er hier so einen Pfeil. Und dann weiß er genau, aha, okay, da geht's los. Und wenn ich das Ganze dann mal ausführe, dann schauen wir mal, was wir sehen. Und wir sehen nichts. Wir sehen unsere Überschrift, aber wir sehen nichts. Das ist die Frage, warum ist das so? Und das ist so, weil dieser Code hier in unserer Klasse, der ist dafür ausgelegt, dass wir dynamische Zellen haben. Ja, das bedeutet, wir können ziemlich viel rauslöschen aus dem Code. Hier angefangen bei der TableViewDataSource können wir alles bis unten löschen. Navigation können wir mal stehen lassen. Den Rest löschen wir raus. Und wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann wird unser View auch erscheinen. Genau, das ist unsere Eingabemaske. So, jetzt kann ich hier reinklicken. Nein, das kann ich noch nicht, weil ich jetzt noch keine Textfelder drin habe. Deswegen kommt auch noch keine Tastatur. Das werden wir dann mal eben erledigen. Also nehmen wir uns hier ein Textfield. So. Gut, jetzt können wir das Ganze nochmal überprüfen, wie sich das verhält. Ich klicke hier rein und die Tastatur kommt nicht. Warum kommt die nicht? Das kann immer mal passieren. Wenn die bei euch auch nicht kommt, dann geht er hier auf Hardware, Keyboard und sagt Toggle Software Keyboard und dann kommt das Keyboard auch nach oben. Hier kann ich auch reinklicken und hier kann ich auch reinklicken und die Tastatur verschwindet noch nicht. Das haben wir auch noch gar nicht eingestellt. So, das wollen wir mal eben einstellen. Und zwar gehen wir in unseren TableViewController und wir müssen hier das Protokoll einbinden, nämlich das UI-TextFieldDelegate. Und dann müssen wir in unser Storyboard gehen und sagen, okay, Textfeld, dein Delegate, das liegt beim Table View Controller. Genauso das Delegate auch für dieses Textfeld und das Delegate für dieses Textfeld. Genau, und wenn ich dann das Ganze nochmal starte, dann wird auch die Tastatur, nein, sie wird noch nicht verschwinden, weil wir noch was machen müssen, aber ich kann trotzdem schon mal was zeigen. Wenn ich jetzt hier in das Geburtsdatumsfeld reinklicke, dann seht ihr, aha, der View schiebt sich automatisch nach oben, ohne dass wir eine einzige Zeile Code programmiert haben. Und das ist natürlich sehr schick, denn wenn wir noch weitere Eingabefelder hier unten hätten, dann würde sich der View auch entsprechend verschieben. Und wir bräuchten keine Zeile Code zu programmieren und die Verschiebung wäre immer optimal. So, jetzt wollen wir noch kurz die Tastatur verschwinden lassen. Und jetzt haben wir durch das Protokoll UI TextFieldDelegate haben wir jetzt Zugriff auf bestimmte Funktionen. Und dann sagen wir hier TextField should return. Der Return Key soll verarbeitet werden, wenn er gedrückt wird. Und dann sagen wir unserem TextField, der soll doch den First Responder
resignen sozusagen, aufgeben. Das heißt, wenn ich da reinklicke und der Cursor erscheint im Textfeld, dann ist das Textfeld mein First Responder. Und wenn ich sage, okay, resign First Responder, werde ihn wieder los, dann ist das Textfeld nicht mehr aktiv und dann verschwindet auch die Tastatur. Und dann müssen wir ihm hier noch sagen, return true. So nach dem Motto, ja, wende das auch wirklich an. Und jetzt schauen wir nochmal, ob das Ganze jetzt auch schon funktioniert. Kann hier reinklicken, Return Key, wunderbar, Tastatur verschwindet, funktioniert. So, jetzt wäre es natürlich ganz gut, wenn wir für unser Datumsfeld hier, wenn wir beim Geburtsdatum, wenn wir da so einen Datepicker erscheinen lassen, weil dasselbe anzugeben manuell ist ja immer ein bisschen umständlich und es wäre ja ganz schick, wenn wir da draufklicken und dann erscheint so ein Datepicker. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir sagen, wir haben hier einen, ich nenne jetzt mal Datumspicker, und der ist vom Typ UI-DatePicker. So, und dann sollten wir unserem DatePicker noch ein Target mitgeben. Und zwar sagen wir Datumspicker at Target. Weil dieses Target brauchen wir dann später, damit wir praktisch die Eingabe verarbeiten können, wenn wir da draufklicken, wenn wir da irgendwas auswählen. Und zwar können wir sagen, okay, unser Target, das ist bei uns selber und das, da wird dann die Methode ausgeführt, dateChanged sozusagen, ja, zum Beispiel, und fürs ControlEvent valueChanged. So, jetzt haben wir das. Und jetzt sollten wir natürlich noch eine Methode einbauen fürs Textfeld. Denn der Picker soll ja erscheinen, wenn man in das Textfeld reinklickt, in das Datumsfeld. Und dann nutzen wir die Methode TextFieldDidBeginEditing, also die Eingabe hat begonnen. Und dann müssen wir unterscheiden, wenn in unser Textfeld geklickt wird, in das Datumstextfeld, nur dann soll unser Picker erscheinen. Wenn wir in die anderen Felder klicken, natürlich nicht. Und damit wir so eine Unterscheidung machen können, holen wir uns den Assistant View nach vorne, den Assistant Editor, und dann erzeugen wir von unserem Datumsfeld mit Ctrl-Click ein Outlet und sagen, das ist unser Datumsfeld, zum Beispiel Connect. So. Und dann können wir auch schöne Unterscheidungen machen und sagen, oh nein, wir wollen nicht löschen. Wir können Unterscheidung machen und sagen, okay, wenn das Textfield, das angesprochen wird, wenn die Eingabe beginnt, wenn das gleich unser Datumsfeld ist, dann wollen wir den Picker anzeigen lassen. Und das ist unser Datumspicker. Dann können wir sagen, das Textfield, das hat dann ein Input-View und dieser Input-View, das ist unser Datumspicker. So, damit haben wir den Input-View praktisch jetzt verändert und dann kommt so ein Date-Picker nach vorne. Da sollten wir noch den Type ein bisschen umstellen. Und zwar DatePickerMode hieß das, genau. Und wir haben den PickerMode Date. Genau, Kurzschreibweise. Warum funktioniert das? Ja, ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich habe ein UI DatePickerMode und da habe ich das Date. Aber die Methode weiß ja praktisch, dass sie einen Wert erwartet vom Typ UI DatePickerMode. Und da das im Prinzip klar ist, kann ich auch die Kurzschreibweise benutzen. Und deswegen kann ich schreiben
Date und das reicht dann auch schon. Okay, dann führen wir das Ganze mal aus und schauen, ob wir denn schon den Datumspicker sehen. So, jawohl, wir haben den Datumspicker mit Monat und er stürzt direkt ab. Warum stürzt er ab? Ach ja, genau. Wir haben natürlich die Methode nicht definiert, die wir angegeben haben. Und deswegen werden wir das jetzt auch direkt mal machen. Schreiben wir uns eine Funktion. Und die nennen wir, ja, die müssen wir jetzt natürlich auch Date Change nennen. Und wir nehmen mal noch einen Parameter dazu. Und zwar unseren Sender vom Typ UIDatePicker. Und genau, jetzt muss ich hier hinten noch einen Doppelpunkt machen. Wenn ihr einen Parameter benutzt, dann macht ihr einen Doppelpunkt dahinter. Wenn wir keinen Parameter hätten, dann genau, wäre eben kein Doppelpunkt dahinter. So, und jetzt können wir sagen, ja, wenn diese Methode aufgerufen wird, date changed, dann hat unser Textfield, unser Datums, also unser Datumsfeld, davon der Text soll dann genau sein, das, was beim Datumspicker sozusagen angezeigt wird. Das Datum, genau. So, und da gibt es ein kleines Problem und das liegt daran, dass hier natürlich ein String erwartet wird, aber wir haben hier praktisch einen Wert von Typ Date und das harmoniert nicht und deswegen packen wir das Ganze einfach in einen String. So natürlich nicht, sondern wir müssen noch genau die Konvention sozusagen beachten. Genau. Jetzt haben wir den Datumspicker Date in einem String praktisch untergebracht. Und jetzt gibt es auch keine Fehlermeldung mehr. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Klicken hier unten rein. View schiebt sich nach oben. Und wir können ein Datum auswählen und es erscheint sogar im Textfeld. Wunderbar. Ja, die anderen Textfelder funktionieren wie gewohnt. Und wie wir sehen, der Return Key funktioniert. Und wenn wir hier unten reinklicken, der View schiebt sich automatisch nach oben. Das ist natürlich wunderbar. Und zeigt euch an diesem Beispiel, wie einfach das im Prinzip ist. Man muss nur wissen, wie man es macht. Wenn ihr euch das mal anschaut, wir haben jetzt hier gerade mal bei der Funktion DidBeginEditing haben wir gerade mal 3 Zeilen, wenn man so will. Bei der selbstdefinierten Methode haben wir 1 Zeile. Gut, dann machen wir noch das Keyboard weg. Das ist im Prinzip auch nur 1 Zeile. Also ganz wenig Code, mit dem wir auskommen. Und wo wir dann aber wirklich eine Eingabemaske haben, wo wir uns auch gar nicht um das ganze Geschiebe kümmern müssen. Und das wird alles automatisch übernommen. Und das ist schon eine starke Sache, gerade weil wir auch nicht viel Code schreiben müssen. Das meiste machen wir im Storyboard. Und das ist schon eine ganz starke Sache, wie ich finde. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Genau, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen möchtet, freue ich mich immer drüber. Kritik und Anregungen könnt ihr alles da gerne reinschreiben. Freue ich mich drauf und dann sage ich hiermit auch auf Wiedersehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.